Hey Leute, heute gibt es für euch ein Video, das ich seit Ewigkeiten nicht mehr gedreht habe, nämlich eine Morgenroutine. Und in meiner Morgenroutine hat sich in den letzten Monaten oder wann auch immer ich das letzte gedreht habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, so viel geändert und zwar zum Positiven. Ich war wirklich noch nie in meinem Leben so happy mit meiner Morgenroutine. Vielleicht inspiriert es euch auch ein bisschen, an eurer Morgenroutine was zu ändern, weil ich finde echt, es ist mega wichtig, wie der Tag anfängt und dass man sich einfach Zeit lässt, weil das ist irgendwie so der Moment am Tag, der eigentlich nur euch gehören sollte. Und wenn man dann schon mega gestresst startet und einfach schon keinen Bock hat auf alles, dann kann der Tag nur noch schlecht werden. Und andersrum, wenn ihr halt positiv startet und euch Zeit für euch selbst nehmt, dann wird der Tag auch gut. Ich kann euch nur sagen, ich bin mega, mega happy damit und es ist echt cool. Also, los geht's mit dem Video. Viel Spaß! Mein Wecker klingelt in der Regel zwischen 6 und 7 Uhr und zwar meistens auch am Wochenende. Und eigentlich klingelt wirklich ein richtiger Wecker und kein Handy. Aber den konnten wir aus Platzgründen nicht nach Frankreich mitnehmen. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, boah, ich bin dann sofort mega energiegeladen für den Tag und freue mich. Aber die Wahrheit ist, ich habe immer noch diese kleine Stimme im Kopf, die mir sagt, oh, das Bett ist so warm, leg dich doch hin, noch 10 Minuten. Ich weiß aber mittlerweile, dass diese Stimme nicht das ist, was ich wirklich will. Und deswegen stehe ich auf und fühle mich dann auch 5 Minuten später mega gut. Und ich weiß, dass mir das für den restlichen Tag ein viel besseres Gefühl gibt, als halt dieser kleinen Stimme nachzugeben am Morgen. Auf jeden Fall, mein allererster Weg führt mich dann in die Küche und jetzt kommt etwas, das ist ein bisschen komisch. Ich mache mir lauwarmes Zitronenwasser. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass das einem halt so einen Energiekick geben soll und halt super gesund sein soll und der Körper verliert ja auch mega viel Feuchtigkeit in der Nacht und das ist dann das Erste, was ich ihm morgens zuführen möchte. Und Henrik hat sich mittlerweile auch dran gewöhnt, obwohl er super skeptisch war. Und das ist ein Unterschied, den ihr auf jeden Fall feststellen werdet zu den Morgenroutinen von früher. Ich bin nicht auf Social Media unterwegs. Ich habe mir vorgenommen, die erste Stunde am Tag gehört mir und wirklich einzig und alleine mir. Und ich habe keine Lust, dann sofort schon in diesen ganzen Social Media Wahn zu geraten sozusagen. Und es tut einem so gut, es ist so befreiend, das nicht zu machen. Also versucht es vielleicht auch mal für euch umzusetzen, wenn ihr so ein Problem habt. Ein paar Minuten später gehe ich dann zum Kleiderschrank und ziehe mir meine Sportsachen an. Und zwar mache ich dann Yoga. Das mache ich hier in Frankreich tatsächlich jeden Tag ohne Ausnahme, in Deutschland meistens auch. Und ich mache das morgens so gerne, weil es ist oft so, wenn ich mir das vornehme, ach, ich mache es später im Laufe des Tages, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit doch sehr stark, dass ich es dann mache. Und wenn ich es morgens schon gemacht habe, dann tut es mir einfach so gut und ich fühle mich so fit für den Tag. Ich mache das seit einigen Monaten und mein Körper fühlt sich einfach gesünder, fitter, besser an und lernt irgendwie so im Einklang mit sich selbst und mit anderen zu sein und vor allem aber mit sich selbst und das ist echt mega. We say we love, we say we love. Fall in love and tear it down as soon as we wake up. Promise you the world tonight, I'll show you what I've got. Your body speaks my language and you read me like a book. This night means forever and so does me and you. Je nachdem, was man da für Übungen macht, kann man echt ziemlich ins Schwitzen dadurch kommen. Deswegen geht es danach ins Badezimmer zum Duschen. Und auch hier werdet ihr einen Unterschied zu früher sehen, und zwar bei meiner Gesichtspflege. Ich benutze nämlich seit einigen Monaten das Luna Fofo und das ist ein Tool von Foreo zur Hautreinigung und auch zur Hautanalyse. Was mega cool ist, weil es praktisch 2 in 1 ist. Es ist so dieses kleine rosane Gerät. Ihr braucht auch kein Ladekabel oder irgendwas dazu, was ich immer ganz unpraktisch fand bei anderen Gesichtsreinigungsbürsten, die doch sehr, sehr groß waren, besonders wenn man verreist ist. Sondern es ist batteriebetrieben. Und das Fofo hat auf der Rückseite, könnt ihr sehen, diese 2 kleinen goldenen Sensoren. Die sind auch wirklich mit Echtgold vergoldet.
Und die legt man an die Haut dran und die Sensoren messen den Feuchtigkeitsgehalt eurer Haut. Und je nachdem, wie der individuell bei euch ist, wird dann eure Hautpflegeroutine abgestimmt. Ihr benutzt dazu eine App, die gibt es auch kostenlos, das ist alles mega easy und mit Bluetooth verbunden. Und ich mache das so alle 2 Wochen, dass ich einfach den Feuchtigkeitsgehalt bestimmen lasse. Der ist im Moment bei mir richtig gut, also besser als ich damit angefangen habe. Ich habe jetzt auch angefangen, mehr Wasser zu trinken, nochmal bewusst, und ich glaube, das hilft auch sehr viel. Und das Gerät speichert dann, je nachdem, wie die Messergebnisse waren, eine Routine für euch. Also die Länge und die Intensität sozusagen der Pulsation und der Reinigung, die das Gerät halt dann eben auf eurer Haut macht. Das Material, aus dem das Fofo gemacht ist, ist auch komplett antibakteriell. Also ihr müsst es einfach nur ein bisschen abspülen zur Reinigung und ihr müsst da keine Bürsten auswechseln oder irgendwas. Es ist halt einfach dieses mega coole kleine Gerät, das man super auch auf Reisen mitnehmen kann. Also falls euch sowas interessiert, schaut mal in der Infobox vorbei. Da habe ich euch dann noch weitere Infos gelassen. Wenn die Haut dann gereinigt ist, dann kommen noch so ein paar andere Schritte wie Deo und ein Gesichtsspray und Creme. Und das ist sozusagen meine kurze Routine. Manchmal wasche ich dann natürlich noch meine Haare oder creme mich noch mit Bodylotion ein oder so, aber heute habe ich das nicht gemacht. Was ich aber auf jeden Fall noch mache, ist halt meine Haare mit Wasser so ein bisschen zu entwirren. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr Locken habt. Es tut einfach so unheimlich gut, wenn man die Locken dann so halt ein bisschen mit Wasser formt. Dann kann man noch irgendeine Leave-In-Pflege oder sowas in die Locken verteilen und dann sehen sie schon gleich viel frischer und schöner aus. Und dann gibt es endlich Frühstück. Dann gehe ich nämlich in die Küche und mache mir in der Regel meinen Porridge. In so 90% der Fälle würde ich sagen, würde ich jetzt halt einfach so Haferbrei kochen und noch eine Banane oder sowas da rein tun. Aber jetzt, da wir in Paris sind und es so viele fantastische Cafés einfach überall gibt, gehen Henrik und ich auch häufiger mal zum Frühstücken raus. Und an dem Tag waren wir einfach nur in dem besten Café, glaube ich, in dem ich in meinem ganzen Leben war, jetzt ohne zu übertreiben. Ich hatte einfach den allerleckersten Matcha-Tee und so Früchtebrot und dann noch so gebratene Champignons mit pochiertem Ei, was vielleicht ein bisschen lame klingt, aber ihr hättet das echt probieren sollen. Es war so unglaublich gut gewürzt. Und ja, ich würde am liebsten wirklich jeden Morgen in diesem Café frühstücken. Henrik hatte dann noch Croissant und noch irgendein Rührei, glaube ich, mit Lachs. Auf jeden Fall, dann war ich echt auch gestärkt und habe an dem Tag erst, ich glaube, um 3:30 wieder Hunger bekommen, weil das so sättigend war. Nach dem Frühstück werden dann natürlich die Zähne geputzt. Ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die das immer nach dem Frühstück machen müssen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die das irgendwie auch vorher machen. Meine Mama zum Beispiel. Aber irgendwie komme ich damit nicht so klar. Und dann, je nachdem, was an dem Tag geplant ist, mache ich entweder noch ein Make-up, ein leichtes, ein starkes, oder ich lasse es vielleicht auch ganz bleiben, weil ich mich nicht jeden Tag schminke. Heute habe ich ein, ich würde es relativ leichtes Make-up nennen. Also ich habe jetzt nicht großartig was an den Augen gemacht, sondern vor allem halt so mich auf den Teint konzentriert, also ein bisschen Foundation, ein bisschen Bronzer, ein bisschen Rouge, Concealer. Und was ich dann auf jeden Fall immer mache, ist die Augenbrauen halt noch etwas auszufüllen. Wisst ihr ja, glaube ich, mittlerweile. Ich habe auch schon viele Videos darüber gedreht, aber ich finde, das macht einfach so einen Wahnsinnsunterschied. Ich mache immer auch noch ein bisschen auf die Lippen drauf, weil die bei mir von Natur aus ziemlich blass sind und ich das schöner finde, wenn da so ein bisschen Farbe drauf ist. Und dann war ich so innerhalb von 10 Minuten ungefähr fertig und ich finde, das ist ein schönes Alltags-Make-up, das jetzt eben nicht zu krass oder sowas wirkt und nicht so wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Wenn ich jetzt irgendwie für Instagram Fotos machen würde, würde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Eyeliner oder sowas auftragen, aber eigentlich finde ich das immer ziemlich nervig, das zu machen. Deswegen habe ich es an dem Tag gelassen. Und das war meine Morgenroutine, so wie sie hier in Paris ist. Und eigentlich ist sie in Deutschland auch sehr ähnlich, nur dass wir halt nicht in fancy Cafés frühstücken gehen und uns ein ziemlich lustiger Tageslichtwecker weckt. Der fängt einfach an, eine halbe Stunde bevor er euch wecken soll, hell zu werden. Vielleicht habt ihr den schon auf dem Blog gesehen, falls ja, könnt ihr das gerne mal kommentieren. Und ja, so sieht es aus. So Leute, das war das Video für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Ich habe mir echt Mühe gegeben, dass es so realistisch wie möglich ist und euch halt echt einen Eindruck davon gibt, wie der Morgen hier bei uns in Paris aussieht. Und ja,
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Eindrücke aus Paris sehen wollt, dann folgt uns auf jeden Fall auf unserem Vlog-Kanal. Henrik und ich versuchen, Vlogmas durchzuziehen. Also am 1. Dezember ist es dann ja soweit und dann werden wir versuchen, jeden Tag einen Vlog bis Weihnachten hochzuladen. Und da werdet ihr sicherlich noch einiges von hier halt mitbekommen. Ansonsten verlinke ich euch natürlich in der Infobox auch noch meinen Instagram-Account. Schaut auch da sehr gerne vorbei. Und hier findet ihr wie immer meine letzten Videos. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Wer hätte es gedacht? Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!